Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Story of Seasons, A Wonderful Life. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind im fünften Tag des Herbstes, also haben wir die Hälfte schon geschafft. Und heute müsste ja das wundervolle Herbstbankett sein. Das war letztes Jahr auch schon wirklich mega, mega klasse und super, super lecker. Van hätte sich fast übergeben, wäre fast gestorben. Ihr wisst es vielleicht noch, guckt nochmal gerne in die Folge rein. Mal gucken, wie es dieses Mal abläuft. Aber erstmal muss ich natürlich meine wundervolle Familie begrüßen. Einmal ein Schmusi für dich auf die Backe. Hey Lolli, wenn du mich früher getroffen hättest, hättest du mir schon früher ein Schmusi auf die Backe geben können. Jetzt möchte ich nicht mehr. Alles klar, dann einmal zu Olli Junior. Klitzel, klitzel, klitzel. Er ist natürlich wieder künstlerisch sehr begabt. Mach weiter so, mein Junge, mach weiter so. Da kannst du irgendwann hier weg. Das ist besser für dich. Möchtest du mal hoch? Klitzel, klitzel. Klitzel, klitzel. Klitzel, klitzel. Okay, er möchte nicht. Dann gehen wir. Balken ist voll. 6.50 Uhr. Und, oh, jetzt wird wahrscheinlich wieder Wester kommen. Olli, heute ist doch das Herbstbankett. Olli, hier. Das Tal ist wieder mit seiner sensationellen Ernte gesegnet worden. Ich sehe, du hast viel, viel, viel Unsinn gekreuzt. Da wird es Zeit, das Herbstbankett zu veranstalten. Das war ja letztes Jahr schon der Mega-Hit. Es ging durch alle Zeitungen, durch alle Medien, durch Facebook, wenn die jungen Leute das noch habt. Es gibt sogar eine Herbstbankett-Gruppe. Kannst mal gerne reintreten. Wir werden uns um einen riesigen Topf voller Essen versammeln, um der Erde zu danken und für eine gute Ernte nächstes Jahr zu beten. Ja, ich bin gerne dabei. Was muss ich wieder mitbringen? Lou und ich werden drüben im Gasthaus alles vorbereiten. Es wäre eine enorme Hilfe, wenn du vorbeischauen auch Hand anlegen könntest. Und nicht bei mir und auch nicht bei Van oder bei anderen. Ich meine beim Essen natürlich. Wir werden zwischen 10 Uhr und 17 Uhr dort sein. Also mach dir keinen Stress, wenn du heute noch andere Dinge zu erledigen hast. Wir warten 7 Stunden auf dich und dann fangen wir auch erst an, wenn du kommst. Ist doch klar. Das Fest dauert eh nur wieder 10 Sekunden. Und ja, du weißt, es wird nichts Sensationelles. Mach dir bloß keine Hoffnung. Da wird sich nicht viel ändern im Vergleich zum letzten Jahr. Wir werden dieselbe Zwischensequenz nochmal abspielen. So ein großer Topf nur mit Gemüse von mir ist ziemlich fad. Also wäre es erste Sahne, wenn du etwas von deinem Hof mitbringen könntest, aber nichts von diesem gekreuzten Zeug oder von diesem blauen Gemüse oder sowas. Da wollen wir nichts von haben. Okay. Natürlich nur Essbares, du hast ja verstanden. Ach ja, und zubereitete Speisen, Kräuter und Fisch nehmen wir nicht. Nicht vergessen. Okay, sie wollen... Ja, ach ja, und nur zubereitete Speisen nehmen wir nicht. Okay, es ist natürlich kein Muss, irgendwas mitzubringen. Du bist auch ohne Zutaten herzlich eingeladen, zum Bankett zu kommen. Natürlich nicht. Okay, also zusammengefasst nochmal, da du ja schwer verstehst. Okay, jetzt komme ich nicht nach oben. Okay, was mitbringen kannst, was das weder ein fertiges Gericht noch ein Kraut noch Fisch ist, dann kommt zwischen 10 und 17 Uhr. Also okay, die wollen einfach nur so ein Stück Gemüse haben, so wie ich es verstanden habe. Ich freue mich schon auf dich, Olli. Ja, ich gehe da mal. Stampf, stampf, stampf. Okay, ich habe schon wieder vergessen, was sie wollten. Ich muss nochmal eben gucken. Irgendwie ein Stück Gemüse auf jeden Fall. Ne, haben wir schon was? Warte mal. Ich guck mal. Ja, wir haben noch Steckrübe. Das können die eigentlich gerne haben. So, erstmal alle Hühnis kuscheln. Hallo. Ich habe mir jetzt auch zum Beispiel überlegt, dass ich einfach mal einen Tag verpenne. Also, dass ich morgens, abends, also heute natürlich nicht, wahrscheinlich. Aber dass wir zum Beispiel einfach mal so einen Tag, so einen Nachmittag einfach verschlafen, weil es geht halt wirklich so wenig manchmal in dem Game. Das macht ihr wahrscheinlich auch, damit wir ein bisschen schneller mal in Jahr 3 kommen. Dass wir einfach ein bisschen was skippen von dem langweiligen Stuff. Ab und zu gehen wir natürlich trotzdem nochmal in die Ausgrabungsstätte und sowas. Aber das ist mir leider so ein bisschen zu eintönig, muss ich sagen. So, einmal alle kuscheln. Nein, ich wollte dich kuscheln, Enti. So. Futter haben sie noch, aber ich tue nochmal ein bisschen was rein. Das muss immer prall gefüllt sein, wie meine Vögel. So. Alle raus mit euch, ihr kleinen Hühnis und Entis. Wünsche ich euch viel Spaß. Legt viele goldene Eier, verstanden? Ihr seid die Hoffnung des Hofes. Guten Morgen. Mukus bester Laune. Vielleicht gebe ich wieder S plus Milch. Das will ich auch hoffen. Oh, verwahrloste Wetter. Das kann ich ja gar nicht mit ansehen. Die Tierrettung kommt sofort. Schrubbi, schrubbi, schrubb, schrubb. Nee, danke schön. Ich war schon so verwahrlost. Kein Problem. Muku macht immer Riesenhaufen und Ferdi macht immer diese komischen Äpfel überall hin. Sollte separiert werden. Ja, 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 ja. Isolieren auf jeden Fall. Warten wir noch ein bisschen. Warum sollte man eigentlich warten? Das ist ja fies. Ja, da kriegst du in die nächsten 3 Tage ihr Kalb. Oder wie nennt man das denn? Kalb. Nee, wie nennt man das bei Schafen? Lamm, genau. Meh, danke, ich werde bald entbinden. Das wird ganz schön eklig. Hey, warum bin ich rausgeschmissen? So. Einmal du noch. Und dann werden wir uns vielleicht heute sogar die Stallerweiterung schon holen. Mal gucken.
Möglich ist es. So, die kriegen nochmal Futter. Also spätestens morgen sollte es eigentlich klappen. Rein damit. Rein damit. Und jetzt raus mit euch. Raus mit der Bande. So. Ein tierisch verrückter Bauernhof seid ihr. Dann gehen wir mal zum Gießen, Miesen. Und die wollten jetzt wirklich nur Gemüse haben. Ich habe es leider jetzt gar nicht irgendwie mitbekommen. Sie wollten nichts Gekochtes. Ist wieder alle. Aber so werden wir es auf jeden Fall machen, dass ich mal so ein bisschen was verpenne. Weil, ne, dass wir immer von Van zu Van vielleicht irgendwie schnell kommen. Und von Event zu Event. Weil ich will jetzt auch endlich mal ins dritte Jahr, damit das Kind auch endlich mal größer wird. Weil mit dem Jungen ist ja nichts anzufangen, Leute. Der ist ja ein fauler Sack, der spielt den ganzen Tag. Auf dem Bauernhof geht das nicht, das ist ja ein Wirtschaftsunternehmen. Es geht hier um Bares. Die Wesen, die ihr leben, sind egal. Nur der Profit ist wichtig. Das ist hier ein Power-Bauernhof. So, wunderbar. Und vor allem, ich muss ja alles alleine machen. Oh, 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 hier wächst es schon, hier wächst es schon. Immer noch die kaputte Pflanze, ein bisschen gießen. War ich gleich weg, Leute, keine Angst. So, was sind das nochmal? Äpfel waren das, glaube ich. Ja, die müssten eigentlich morgen, könnte man die, glaube ich, schütteln. Herrlich. So, dann machen wir die beiden Felder da noch, also die beiden Streifen wieder. Ah. Ich lege auch gleich mal eine neue Schallplatte auf, die Mucke kann ja keiner mehr hören. Machen wir Spotify über die JBL-Box an. Und dann ist sie Party. So. Und hier nochmal ein Fleck. Und da nochmal ein Fleck. Haben wir das alles? Dann hacke ich nochmal hier. So, Hack. Hackfleisch. So, gießen. Brauchen wir erstmal nicht. Samen habe ich keine mehr. Obwohl, ja komm, Baller. Eigentlich wollte ich noch ein paar kreuzen. Oder soll ich noch ein paar kreuzen? Ah komm, ein Ding baller ich rein. Habe ich noch Kartoffeln? Ich habe wieder einen Tag leider nicht gespielt. Ja, dann machen wir noch ein paar Kartoffeln und Melonen. Dass wir den Rest noch kreuzen. So. Genau, haben wir alles erstmal erledigt. Hier kommt auch nochmal ein bisschen was rein. Ja, bring mir einfach eine Steckrübe mit, ne? Kann man das nicht noch irgendwo nachlesen, was die gesagt hat? Ich glaube nicht, ne? So, eben zu Venny. Guten Morgen, Venny, na? Wie riechst du heute? Hallihallo, was machst du so? Rate was? Als ich das Haus gedüht habe, sind drei winzige Elfenviecher mal wieder vorbeigekommen. Habe ich dir auch schon 20.000 Mal erzählt. Aber du willst weiter mit mir quatschen, ne? Ja, ja, du willst mich nur ausnutzen und wieder ein bisschen Feldfrüchte kreuzen. Ist klar, ist klar. So habe ich mich ein Leben lang gefühlt. Ich werde immer nur dafür ausgenutzt. Oh, die habe ich schon mal gekreuzt. Das sind natürlich Mehl und Toffel. Willst du noch mehr kreuzen? Ja, gerne doch. Und du gehst heute zum Herbstmarkett. Oh, zum Glück muss ich da nicht hin. Ich habe gehört, das Essen soll fürchterlich sein. Da hast du recht, das war letztes Jahr auch nicht geil. Wer hat so geschwitzt? Ach, der schwitzt doch immer, der dicke Sack. Da muss man nur ein bisschen abnehmen. Er nimmt einfach seine Weight Watchers, der Diät einfach nicht ernst. Ja, ja, habe ich ihm auch schon gesagt, habe ich auch schon gesagt. Aber der hängt dann immer im Gasthof rum und so weiter. Nach seinem Verkaufsstand, der lernt es einfach nicht. Aber ich glaube, irgendwas läuft zwischen Lou und ihm. Ja, habe ich auch schon gehört. Die Zwerge haben es mir erzählt. Die waren sogar live dabei. Die haben alles gesehen und sogar teilweise mitgemacht. Ich war schockiert. Oh Gott, ja. Die sind halt Junggesellen. Die sind einsam im Baum da eingesperrt. Wie würdest du das denn machen, Vini? Du bist ja auch den ganzen Tag hier alleine. Ja, aber ich habe Takahura und ja, wie soll ich sagen, wir haben schon eine romantische Beziehung zusammen irgendwie, aber sag bloß nix, okay? Da könnte bald auch eine Kreuzung zwischen mir und Takahura rauskommen. Da will ich gar nicht mehr wissen. Hör auf zu reden. Okay, okay, okay. Sorry, war wohl ein bisschen zu intim. Das poste ich dann lieber bei Instagram. Kannst du machen. So, die restlichen Melonen will ich eben noch kreuzen. Sind ja nur noch 6 Stück. Ja, 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 so ist der Kreuzeralltag, ne? Sei froh, dass du diesen Job nicht machen musst, Olli. Ey, ich muss das alles einbuddeln, Venny. Winnie, wie heißt der nochmal? Winnie, genau. Das ist auch nicht geil. Vor allem hat man eine Frau und Kind, die komplett nutzlos sind. Und ihren Vater nur ausnutzen. Oh ja, darum bin ich auch Single geblieben. Also, Takahura und ich haben eher so eine freie Beziehung. Aber vielleicht kommt ja mal irgendwas. Ich habe auf jeden Fall schon meinen Samen in ihn, versenkt. Und er seinen in meinen. Okay, alles klar. Das haben wir ja zu viel Informationen, habe ich recht? Ja, wir sind ja gleich fertig. Ah, du hast aber auch viele Samen. Mann, 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 Mann. Ja, ja, ich muss sie noch loswerden. So, einmal noch.
Dankeschön, Winnie. Du bist echt ein Freund. Das weiß ich doch. Wir riechen uns später. Hier nochmal eine Melotoffel. Auf Wiedersehen und viel Spaß beim Bankett. Nicht. Sehr gut. Dann pflanze ich das nochmal eben schnell ein. So, wo haben wir es denn? Melotoffel. Geil. Passt aber leider nicht alle hier rein, ne? Ja, doch. Wunderbar. Schnell gießen. Dann sollte bis 8. eigentlich schon viel von hier gewachsen sein. Ja, nimm mir einfach die Steckrübe mit, ne? Ich weiß halt nicht mehr, was sie gesagt hat. Nichts Gekochtes. Ist ja nichts Gekochtes. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal hin so langsam, ne? Also ich habe eh eigentlich sonst nicht wirklich was zu tun. Pui ist nicht da. Ich könnte eben noch mal ein paar Samen kaufen. Ich meine, Vesta ist ja auch noch nicht da beim Fest. Die warten ja alle auf mich, auf den Star des Dorfes. Sonst fangen die ja vorher gar nicht an. Oh, die Pilze, die gehen, glaube ich, viel bei Van. Kann ich euch nur empfehlen, die immer zu pflücken. Ja, Spitzpilz war das, glaube ich. Ja. Die geben viel Money. Und einmal will ich mal den Waschbären sehen. Der läuft, glaube ich, irgendwo hier rum. Da ist der! Ein wilder Waschbär. Ein wilder Waschbär. Ob dieser kleine Kerlchen jemanden füttert? Soll ich dich mal füttern? Willst du einen Pilz haben? Ob diesen kleinen Kerlchen jemanden füttert? Ich glaube, die von der Ausgrabungsstätte. Die kümmert sich doch um den. Die hat doch mit dem gequatscht. Der ist gut versorgt, der Kleine. Na, Olli, willst du ein paar Samen kaufen? Ja, gerne. Bietest du mir welche an? Erdbeeren, ja. Es gibt immer einen Tipp, wie man kreuzen soll. Okay, sie möchte nichts verkaufen. Dann gehe ich mal zu Cecile. Mach das, Olli. Wir sehen uns beim Herbstbankett. Ja. Bess investiert sehr viel Liebe in mich und uns. Das habe ich dir aber schon 20 Millionen Mal erzählt. Aber hast du bestimmt auch schon deiner Community gesagt? Ja. Ich weiß, das Spiel müsste ein bisschen besser werden. Aber naja, warten wir mal auf den nächsten Teil. Das machen wir. Soll ich dir jetzt überhaupt nochmal holen? Ein paar Samen, ne? Ich hole einfach nochmal ein paar Melonen. Sommer bis Herbst. Okay, wird nichts mehr. Wir müssen eigentlich schon fast Winterzeugs holen, ne? Sommer bis Winter. Steckrüben können wir nochmal ein bisschen machen. Herbst bis Winter. Oder Karotten. Machen wir nochmal ein paar Karotten. So. Ja, klingt super. Ich weiß nicht, ob ich noch mal ein bisschen Dünger holen soll. Ach, egal. Dann viel Spaß beim Herbstbankett. Vielleicht komme ich auch. Tschüss. Ja, ich hoffe doch. So, da ist Gabri. Wie geht's dir, altes Haus? Ach, du bist es. Du könntest mal langsam wieder das Grab pflegen. Das stinkt schon wieder nach Waschbärkot. Mann. Ich kann dieses Vieh nicht ab. Jo, mach ich. Ich versuch's morgen früh. Kann nur sein, dass ich jetzt viel schlafe. So, pflanzen wir die Dinger eben noch ein. Ey, ich nehm Olli Junior mit, genau. Oh, da hinten ist was in der Box. Ah ja, ich hab was verkauft, glaube ich, ne? 20.000. Okay, wir schaffen das heute. Jetzt brauchen wir noch 8. 13.000 brauchen wir noch. Das könnten wir heute echt schaffen. So, jetzt pflanze ich das Gedöns nochmal eben hier ein. So. Kann ich ja hier nicht sehen, dass das alles hier nicht bepflanzt ist. Oh, okay, kippen gleich wieder in Ohnmacht. Hoffentlich wird meine Energie ein bisschen aufgefüllt gleich. Ja, komm, machen wir hier noch. Und hier. Einen haben wir noch. Aber pflücken können wir nichts, ne? Ist nichts Gelbes? Nee. Ah, das können wir pflücken. Ui. Grün, Mate. Und das können wir auch noch alles pflücken. Okay, da muss ich eben Energie aufladen. Ja, dann lass eben zum Fest gehen. Komm, dann machen wir eben das Fest fertig. Ich nehme den Kleinen mal mit, den kleinen Bengel. Olli Junior, komm, wir gehen hier zum Herbstfest. Und ich muss ihn nochmal ein bisschen hochheben. Hallo, kommst du mit? Papa, hallo. Papa, hoch. Ja, ich muss ihn eben noch ein bisschen schmusen. Ankuscheln. So geht Kindererziehung, Leute. Einfach ankuscheln, Lied singen, euer Kind hochwerfen und mit dem reden. Juhu, die Sonne scheint. Und dann könnt ihr den aufs Internat schicken und der ist hochbegabt. Papa, nimmst du mich mit zum Herbstbankett? Ich möchte in den Kochtopf rein. Oh ja, ich wollte eben noch... Papa muss eben noch mal aufs Klo. Ganz, ganz schnell. Okay, Papa, ich warte. Aber bitte nicht so stinkern. Drück bitte den Duftknopf. Mach ich. So. Jetzt können wir los. Balken ist gestiegen, mein Balken. Ja. Papa, mich aufheben. Los geht's. Ja, Ausflug mit Papa. Ich will in den Kochtopf.
Ich will in den Kochtopf. Ja, wir gucken mal. Du bist ja meine geheime Rezeptur, die ich mitbringe. Nicht die Steckrübe, sondern das Baby. So, hier war das, ne? Oder wo muss ich rein? Ich muss hier reingehen, glaube ich. Ja, geht doch. Oh Gott. Ach, Olli, du kommst genau im richtigen Augenblick. Du bist doch auch beim Herbstparkett mit von der Partie, oder? Ja, leider. Also dann, hast du was von deinem Hof dabei? Na klar. Sie war sehr verbunden. Und was ist es Schönes? Ja, von die Steckrübe, ne? Also, sollte klappen. Ich bin jedes Mal so angespannt. Huch! Das wird sich gut im Kochtopf machen. Ui, Glück gehabt. Habe ich ja doch noch zugehört. So, wir machen das so wie letztes Jahr. Wir gehen jetzt alle zu dem großen Topf und dann, ja, reden wir eigentlich alle dasselbe Zeug. Mal gucken, ob genau dieselbe Sequenz kommt wie letztes Jahr. Das wäre wirklich faul. Ich finde es eh schon öde, dass sie einfach dasselbe normal machen. Ah, da sind ja schon alle. Herrlich, hast du Olli Junior? Ja, Olli Junior ist da. Okay, meine Frau auch. Das sieht ja wieder fantastisch aus. Ab geht die Post. Wester war so freundlich, uns eine großzügige Portion Gemüse von ihrem Hof zu spenden. Mit vielen Pestiziden und sowas und Chemikalien. Ja. Das haben wir im Knast auch gegessen und es hat uns nicht geschadet, wie ihr seht. Jetzt fehlt noch das E-Töpfelchen. Wir geben das dazu, was Olli mitgebracht hat. Ja, die erzählen genau dasselbe. Komm, hau deine Steckrübe rein. Also nicht in mich, sondern in den Topf. Oh, das riecht natürlich vielleicht gut. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, das zu servieren. Kleinen Moment. Oh, mir ist wieder komplett übel. Haha, dann nur Spaß da wieder. Ah, du bist so witzig, du. Genau derselbe Gag wie letztes Jahr. Mann, das liebe ich ja. Alles klar, Leute, greift zu. Esst so viel ihr wollt, wenn du aber nicht. Du bist auf Diät. Ist mir egal. Ich arbeite hart und das schmeckt so lecker, wirklich. Olli, deine Steckrübe ist vorzüglich. Das Essen dieses Jahr ist durchaus genießbar, aber sein Gewicht sollte schön und gut. Aber an Tagen wie diesen muss man essen, trinken und fröhlich sein, wie man so sagt. Genau diesen Text habe ich letztes Jahr auch schon erwähnt. Das sagtest du jedes Jahr, Van. Das sagt er wirklich jedes Jahr. Die kommentiert sogar. Ja, da habt ihr recht. Die Entwickler waren echt faul, Texte zu schreiben. Ja, ich bin so programmiert, tut mir leid. Lalalala. So, das war's für das Herbstpaket dieses Jahr. Komm nächstes Jahr wieder feiern, okay? Es wird genauso abgespult werden. Und nicht anders, verstanden? Hoffen wir auf ein weiteres herzhaftes Bankett nächstes Jahr. Ja. Ich hoffe, Olli Junior wird da ein bisschen größer sein und ein bisschen Suff mitbringen als Teenager. Ja. Es war einfach komplett dieselbe Sequenz wie letztes Jahr. Wie faul die sind. Aber das ist ja echt schade. Was bringt mir das Ganze jetzt? Steige ich überall wahrscheinlich im Freundschaftslevel. Aber ey, komm, Leute. Ey, da hätten sie sich aber ein bisschen was anderes einfallen lassen können. Das war jetzt wirklich enttäuschend. Also muss man wirklich mal sagen. Okay, dann mache ich jetzt eben, gieße ich die Sachen eben noch, aber ey. Das ist ja wirklich, das ist so faule Säcke, die Entwickler. Anstatt sie nochmal irgendwie was anderes ein bisschen machen, ne? Oder ist ein anderer Charakter nochmal dazu, müssen ein bisschen anderen Text schreiben. So, was haben wir nochmal gemacht? Wir müssen noch Samen reinpflanzen, oder habe ich alles? Kartoffeln haben wir noch, aber die gehen ja leider nur im Winter, ne? Ja, hier hätte ich jetzt noch ein bisschen Platz frei. Wir könnten morgen auch mal wieder einen Stand machen. Dann gieße ich eben nochmal schnell. Ah ja, pflücken müssen wir ja auch noch. Ui, stimmt. Dann gießen wir erstmal. Ja, was soll ich zu dem Fest sagen, ne? Es ist halt einfach dasselbe. Ich hätte gedacht, es kommt ein bisschen was anderes. Naja. Dann können wir das nächstes Jahr einfach verpennen, würde ich sagen. So. Einmal die Maulwurfflügel hier gießen. Oh, Energie ist gleich wieder im Keller. So. Ja, es wird jetzt schwer. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich könnte noch die Gerichte mir reinjagen. Vor allem muss ich auch noch ernten. Ja, hilft alles nix. Alles auf Ex eben runtersuppeln. Ja, kriegen wir jetzt ein bisschen Energy. Wunderbar. Ah, herrlich. Das können wir schön wieder verscherbeln. Ja, vielleicht mache ich morgen mal wieder den Stand auf. Das geht ja alles noch nicht. Dann haben wir hier noch irgendwie was. Oh ja, hier. Tatsächlich. Steckrüben. So, hier auch noch. Eine nur. Das hier noch.
glaube, das braucht alles. Das waren die gekreuzten teilweise und die Melonen. Wie sieht's hiermit aus? Kann man schon schütteln, aber würde noch nichts runterkommen. Wahrscheinlich morgen erst. Sehr gut, da müssen wir ja nicht so viel gießen. So, ihr Kleinen. Ah, sei ich wieder Muku nicht gemolken. Ich bin so ein Depp. Ich kann mich nie... Ich verkack's immer. Mann, ich kann mir das nicht merken. Ich bin so doof. Oh, nicht die Felder, nicht die Felder. Wir machen jetzt... Nein! Oh, oh. Ja, ich muss nochmal was essen eben schnell. Vielleicht einfach nochmal so Rohkost ein bisschen. Hilft ein bisschen, hilft ein bisschen. Ja, dieses Gießen ist halt wirklich... Aber wir holen uns erst die Stallerweiterung. So, das haben wir alles geschafft. Hier auch noch ein bisschen. Oh Gott, ich muss nochmal was essen. Erst die Stallerweiterung, Leute. Ich weiß nicht, ob wir es morgen hinkriegen. So, haben wir alles halbwegs, ne? Sollte passen. Ich make's den mal eben ganz schnell. Ja, du hast mich vergessen. Ich weiß, du musst auch was sagen, Muku. Ich bin ein alter Mann. Ich kann mich doch nicht an alles erinnern, Mensch. Ja, ich sag's dir nächstes Mal. Hühnis kommen rein. So, da gucken wir mal morgen, ob wir vielleicht den Tag skippen, den Nachmittag. Obwohl es mir das Herz bricht, aber wir müssen ein bisschen schneller vorankommen. Ich will nicht mal den ganzen Nachmittag wie ein Blöder rumlaufen und eigentlich mal dasselbe machen. So, Eier. Und ich glaube, das macht ihr ja auch alle privat, die ja spielen. Hoffe ich doch mal. Und dann kriegen wir mal ein bisschen Geschwindigkeit hier in das Game. So, außen könnten noch ein paar liegen. Ich guck nochmal. Nochmal 800 Meter Lauf Bundesjugendspiele auf dem Bauernhof. Manchmal sehen die Steine auch aus wie Eier. Ja, dann gehen wir nochmal rein. Ah ja, andere Schallplatte lege ich auch nochmal gleich auf. Ja, sie ist müde. Ihr kriegt gleich noch Essen. Zwei Tiere würden jetzt hier noch reinpassen, ne, glaube ich. Ah ja, wir warten ja immer noch auf die Ziege von Van, stimmt. Ja, die wird wahrscheinlich erst nächsten Frühling kommen. Bis dahin haben wir schon längst die Stallerweiterung. Eigentlich könnte ich mir nochmal eine Aue holen, rein theoretisch. Bürsti, Bürsti, Bürsti. Blattfossil, das wollten wir nicht. Das essen sie nicht. Oh, ich muss, glaube ich, wieder draußen ein bisschen hacken. Ah, ne, geht noch, geht noch. So, einmal für dich. Einmal for you. Einmal vor him. Die ist auch verwahrlost. Das geht ja gar nicht als Schwangere. Einmal schrubben. Hallo. Aufstehen. Aufstehen. Wie könnte ich sie jetzt wecken? Ich muss sie füttern, ne? Gib ihr mal Viehfutter. Ah, jetzt ist sie wach. Meh, danke. Jetzt kannst du mich schrubben. Ah. Dankeschön. So, jetzt sind wir auch K.O. Ab in die Kiste. Okay, jetzt will ich überlegen, soll ich noch was verkaufen von den ganzen Kram? Ich habe leider auch echt nicht viel, ne? Oder sollen wir auf den Stand warten? Ja, komm, machen wir mal ein paar Melonen. Das machen wir alle. Ja, Milch machen wir auch dreimal. Die machen wir auch Grünmate. Steckrübe ist halt gar nichts wert. Ja, Rest behalten wir. 5000. Wie viel haben wir jetzt insgesamt? 5.000? Da fehlen noch 7. Da fehlen ja gar nicht mehr so viel. 8.000 fehlen. 7.000 fehlen insgesamt. Ja, das sollten wir morgen schaffen. Egal wie, das kriegen wir hin. Hier ist auch noch ein Ei. Oh, muss man vielleicht auch mal da hier hinter gucken. So, dann kommen wir mal hier zu euch. Wo sind die goldenen Eier, Leute? Wo sind die goldenen Eier? Wir wissen es auch nicht. Bock, 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 meh. Ach, Kikiriki. Los, ihr müsst Gas geben. Wir brauchen die Stallerweiterung. Alle warten schon drauf. Und die goldenen Werkzeuge auch noch. Ja, wir beeilen uns ja schon, Mensch. Weißt du, wie schwer das ist, ein Ei aus dem Popoloch zu quetschen? Hast du das schon mal gemacht? Nein, will ich auch gar nicht. Ihr seid dafür geboren.
Wir geben uns ja schon Mühe, aber wir kriegen ja auch kein Vogelfutter Plus. Das gibt's leider nicht, Mann. Ich gucke ja schon bei Amazon und bei Shein und bei was weiß ich und wo es das alles gibt. Und bei Temu. So. Ab ins Bettchen. Spitzi schläft auch schon. Alle pennen schon. Was steht morgen an? Nix. Übermorgen kommt wieder Van. Okay, ab ins Bettchen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den Tag vielleicht verschlafen. Aber ich würde keine 3 Tage spielen wollen. Wir gucken mal. So, wie liebt mich denn Olli Junior? Wie, ja, volle Pulle. Eigentlich ganz gut. Ja, das müsste ein bisschen ausgebaut werden noch. Ich spreche sie nicht mehr an. Na? Hochball fliegt hoch. Hochball fliegt hoch. Ich sag jetzt 20 Mal dasselbe. Ui, das habe ich von Mama gelernt. Das solltest du dir nicht abgucken. Alles klar, dann bis später. Tschüss. Wieder zu den Hühnis. Dasselbe Prozedere wie jeden Tag. Aber sie legen keine goldenen Eier. Ne? Oder ich finde sie vielleicht draußen nicht. Ab und zu ist mal eins da. Na, guck mal, wie sie sich schon draufstürmen, wie beim Sommerschlussverkauf. Nein! Ich wollte doch das Ei. Leute, wir brauchen sie doch. Ich muss euch eure Babys entreißen. So ist das. Ich mach's auch ungerne, aber... Ja, ist okay, ist okay. Solange wir Vogelfutter bekommen. So, let's go. Alle raus mit euch. Wetter sollte... Ist ganz gut. Ein wunderbarer Herbsttag, der aussieht wie ein Sommer und Frühling. So, jetzt werde ich Muku auch melken. Ich hoffe, 10 Stunden sind vergangen. Aufstehen, Leute. Aufstehen. Nein. Gib her. Ja. Und, was kriegen wir? Normale Milch. Ist okay. It's okay. So, das kriegen wieder alle. Ihn kann ich wieder scheren. So, gucken wir mal, was wir heute machen. Ich müsste auch immer noch 2 Aufgaben erfüllen. Ach, für die kriegt man eh leider nichts Geiles. Schere mich, schere mich. Werden wir einmal schneiden. Udo Walz kommt vorbei, dankeschön. So, wie geht's der Schwangeren? Wird in ein paar Tagen gebären, wunderbar. Sehr cool. Da können wir ja eigentlich die goldene Wolle, da haben wir es ja eigentlich praktisch schon, ne? Goldene Wolle können wir jetzt eigentlich reinlegen. Also ich könnte jetzt natürlich jetzt auch bis Van warten. Da gibt mir natürlich mehr dafür, aber komm. Ich hau das jetzt einfach hier in die Kiste rein. Goldwolle 6000. 3 Eier. Bisschen Milk. Perfekt, müsste doch passen. Geilo. So, einmal gießen, miesen. Heute müssen wir eigentlich auch die Äpfel runterschütteln können. Ah ja, und die Schallplatte ändern wir eben noch. Ich glaube, das ist die Standardmusik, ne? Ich weiß, die müsste eigentlich auch mal wieder gegen die Brüder spielen. Da gibt es dann wohl nochmal irgendwie eine Schallplatte oder sowas. So, eben Mucke ändern. Ich glaube, eine Platte hat mir noch gar nicht angehört. Ja, los. Was hat man denn noch nicht? Das, ne? Da werde ich ganz müde. Hallo Spitzi, wie geht's dir denn, hm? Warum kümmert sich keiner um mich? Ja, komm, ich mach mal ein bisschen mit ihm. So. Bisschen für die Statistik was. Alles klar. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ich könnte Lou noch mal ein bisschen was schenken wegen diesem Currygericht. Das könnten wir noch mal machen. Oh, neue Aufgaben, geil. Ist was am Grab da hinten los? Da schaue ich auch noch mal eben. Ne, alles schon wieder verpasst. Ey, die sind aber auch früh da, ne? So, was haben wir denn hier? Samen kriegen wir Orange, Milch, beliebig, kann ich machen, kein Ding. Kuschelkraut, Amurwels. Ja, okay, das kann man halbwegs machen, das geht noch. Das können wir machen. Aber wie gesagt, die Preise sind halt nie so geil, also die Belohnung. Also Orangensamen 5 Stück kann ich mir auch im Laden eben kaufen. Und dafür die ganze Arbeit,
eher unbefriedigend, würde ich sagen. Ja, die Musik ist jetzt auch nicht der Hit. Dann lieber Modern Talking oder sowas. Einmal nochmal auffüllen. Genau, hier könnte man auch wieder Samen reinballern. Das sollte fertig sein. Das ist aber auch riesig, das Feld. Meine Güte. Oh, ich das gestern gar nicht gegossen gehabt. Upsi. Geile Country-Musik zum Einschlafen. So. Haben wir das schon mal erledigt halbwegs? Hier auch noch. Die beiden. Oh, nichts mehr drin. Aber heute sollten wir es eigentlich mit dem Money schaffen. Vielleicht mache ich den Stand nochmal auf. Dann schauen wir mal. Hatten wir da hinten schon? So, jetzt schütteln wir ein bisschen. Ja, ich liebe Schütteln doch. Gib mir die dicken Äpfel. Das ist doch Bares. Da habe ich doch Dollarzeichen in den Augen. Komm, Mutter Natur, gib mir deine Schätze. Gib sie mir, dankeschön. Der nächste. Ja, die können wir eigentlich gut auf dem Markt verkaufen, obwohl die immer nur einen Apfel holen, ne? Eigentlich warte ich ja mal lieber, bis es auf Van kommt, aber wir müssen das bisschen Geld noch zusammenkriegen. 2.000-3.000 oder sowas. Ja, wenn Äpfel von Apfelbäumen so aussehen würden. Meistens sind das mal diese kleinen Gammeligen. Kennt ihr, ja? Aber ich hätte mal so gerne, habe ich ja schon mal gesagt, gerne so ein Pink Lady bauen. Ihr kennt ja diese Pink Lady Äpfel, die sind echt lecker. Obwohl die irgendwie auch irgendwie mit Chemikalien bearbeitet sein sollen. Darum sehen die auch so unnatürlich gut aus. Aber da so einen Baum, glaube ich, zu kriegen, ist super, super teuer. Da kann man irgendwie auch Lizenzen für kaufen. Das ist richtig, richtig krass. Aber noch schlimmer sehen immer diese Weihnachtsäpfel aus. Diese roten, super krass glänzenden. Die sehen aus wie aus Wachs oder so aus Marzipan. Ah, die feiere ich aber auch nicht so. Und du auch noch. Ja, es lohnt sich. Morgen können wir auch noch mal schütteln. Hört sich ein bisschen an wie Last of Us Musik für Arme. So, das sollten wir alle eigentlich haben. Geilo. Ja, haben wir alles. Wunderbar. Gucken, ob ich Oli Junior noch mal irgendwohin mitnehme. Obwohl der halt immer abhaut. So, jetzt haben wir schon mal wieder ein bisschen Einnahmen bekommen. Jetzt können wir es doch kaufen. Oder war es schon... Nee, ich glaube, die 18.000 waren schon. Ja. Ja. Wir brauchen nicht mehr viel. Komm, ich tue noch ein bisschen was rein. Ach, das wurde auch gar nicht verkauft. Lass doch mal auf den Markt gehen. Das könnten wir auf dem Markt zusammen bekommen. Ich nehme Olli Junior mit. Dann kann er mal ein bisschen verkaufen lernen. Ich war damals, wo ich 10, 11, 12, 13 war, auch mal mit meinem Vater auf dem Flohmarkt. Da haben wir auch mal ab und zu was verkauft. Immer 5, 6 Uhr morgens. Papa, hallo, nimm mich mit. Einmal nochmal kuscheln. Da habe ich immer meine ganzen Lego-Sachen verkauft. Pokémon-Karten, weiß ich alles noch. So 3, 4, 5 Mal. Mit meiner Schwester und ihrem Freund war ich mal auf dem Flohmarkt auch. War immer lustig irgendwie. Nervig war halt immer, wenn die Leute gekommen sind, die das Geld haben wollten für den Stand. Das hat nicht so viel Spaß gemacht, wenn man da was abdrücken musste. Aber sonst sehr lustige Erfahrung. Also wenn ihr Möglichkeiten habt, geht mal auf den Flohmarkt. Am besten halt, der so ein bisschen traditioneller ist mit wirklich coolen Sachen. Nicht, wo schon diese ganzen Händler sind und diese ganzen Profis, die da ihr Gebäck verkaufen und ihre Elektronik und ihren Plastikschrott. Schon wirklich so ein traditioneller Flohmarkt mit antiken Sachen und sowas. Macht super mega Spaß. Und auch immer skurrile, witzige Leute am Start. Ist wirklich eine Erfahrung wert. So, wollten wir mal hingehen. Zum Verkaufsstand, genau. Es wäre so süß, wenn Olli Junior jetzt so ein bisschen verkaufen würde. So, hier, guck mal, ich zeig dir mal den Verkaufsstand. Hier verkauft Papa immer deine Waren, um unsere Waren, um das Essen zu sichern. Bist du auch ein Viereck, Papa? Ja, ich bin ein Viereck, aber ich will dir auch heute zeigen, wie man einen Verkaufsstand aufmacht. Denn der Verkaufsstand ist auch ein Viereck. So, ich setze dich mal hier ab und dann machen wir mal den Stand auf. Ja, ich gehe lang nach Hause. Ich spiele mit meinem Bauklötz. Oh, er ist noch da sogar. Ja, wir können halt einen Apfel verkaufen, ne? Nein, abbrechen. Kann ich noch mal was reinlegen? Warte, Stand öffnen. Ja. So, ja, das können wir verkaufen.
Ja, man kann leider immer nur die einzelnen Sachen verscherbeln. Das ist ein bisschen öde. Ja, ein paar Äpfel, Milch können wir nochmal machen. Apfel, 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 Apfel. Komm, let's go. Kommt eh wieder keiner vorbei, ne? So wie ich das Kaff kenne. Ich gehe nach Hause zu Mama. Ja, das meine ich. Guck mal, wie soll ich dem was zeigen? Der haut immer ab. Was soll ich machen? Aber er ist zumindest selbstständig, er kennt den Weg nach Hause. Das ist ja auch nicht schlecht. Man braucht keine Leine oder eine Glocke um den Hals. Oh, Ju hat eh wieder keine Kohle. Ju, bitte geh weiter. Bitte, bitte. Ich habe keine Zeit für dich, Junge. Hey, hallo. Du hast mich ja letztes Mal im erwischt, wo ich im Zimmer ein bisschen, du weißt schon, so Sachen gemacht habe. Es tut mir wirklich leid. Das muss echt eklig gewesen sein. Aber ich muss auch noch meinen Körper ein bisschen weiter erforschen. Hilft mir vielleicht das Mondlichterz dabei ein bisschen? Kostet 100 Gs für dich, Junge. Ich muss auch überleben. So viel. Ich frag meinen Papa. Ja, dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Vielleicht hast du ihn bis dahin mal gefragt. Er könnte dir mal ein bisschen mehr Taschengeld geben. Ja, wie gesagt, es kommt halt wieder keiner. Hey, Olli! Ja, hallo, Leute! Gary, ja, bis Gary kommt. Da ist Nina schon wieder auferstanden. Gary, kommen Sie! Der Stand macht gleich zu. Ja, ich komme doch, ich kann doch nicht so schnell. Ich traue doch Nina noch hinterher. Ich hab Ihnen doch schon gesagt, nehmen Sie Romana, die Single. Sebastian ist nicht Ihr Freund, das ist nur der Butler. Ja, ich weiß, aber oh Mensch, die ist mir, weiß ich nicht, die hat so eine spitze Nase. Und mit spitznasigen Frauen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, weißt du? Ja, aber sie sind so einsam. Guck mal, sie lassen sich gehen. Gucken Sie mal, wie Ihr Haus aussieht. Und Sie haben das Haus vor das Grab Ihrer Frau gebaut. Das ist krank. Ja, aber ich liebe doch Nina so. Jetzt gehe ich aber wieder. Und Sie haben übrigens auch eine spitze Nase. Spitznase plus Spitznase gibt eine stumpfe Nase wieder. So, ja, was hast du denn hier? Jetzt mal anderes Thema. Ach, du bist es. Apfel, das hätte ich gerne. 75 Gs. Na gut, das zahle ich. Da hätte Nina lecker Apfelkompost draus gemacht, aber ich werde ihn einfach so essen. Ich hoffe, die haben gute Würmer da drin. Ja, können wir auch nicht viel mit verdienen. Ja, spätestens morgen können wir uns die Stallerweiterung holen. Apfel. Nehmen Sie doch direkt 5. Ja, ja, ich kaufe lieber einmal einzeln. Da gucke ich mir jeden einzeln an und dann passt das schon. Man muss heutzutage immer kontrollieren. Das war's, glaube ich. Ja, sie kommt noch. Ja, ein paar kommen zusammen. Wie viel fehlen jetzt noch? 2000 oder 1500 oder so. Wie hießen sie nochmal? Molly? Ne, so ist die Blonde. Keine Ahnung, wie die heißt. Chris, genau. Hallo, oh, Mondlichterz. 100 Gs. Oh, das nehme ich so gerne. Da mache ich meinen Mann einen richtig geilen Erzshake raus. Das liebt er immer, wenn das so ein bisschen in der Magengegend piekst. Apfel können sie auch haben. Ja, für Ju, der Junge muss groß und stark werden. Ich merke schon, er ist sehr potent. Oh, 200. Geil, 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 geil. Ja, vielleicht kriegen wir es noch zusammen. Danke, Chris. Ein bisschen komischer Name für eine Frau, aber... wie sie auf wegswiped. So, whoop. So, ja, die da hinten könnte aber kommen. Sun... Ja, sie geht schon wieder, das war's. Er geht auch. Ja, dann bauen wir erstmal ab. Der Junge geht mir so auf den Sack. Warum steht der da immer? Der steht ja sogar, wenn der Stand leer ist. So, jetzt gehe ich eben nochmal zu Lou. Wo ist ihre Frau? So, ich will ihr das Minispiel endlich auslösen. Haben wir noch eine Blume. Hallo. Danke fürs Vorbeikommen. Du kannst dich gerne hier eine Zeit lang ausruhen. Mir hat dir das Herz vom Cat gefallen. Ist immer sehr erfüllend, für so viele Leute zu kochen. Für nächstes Jahr will ich noch besser werden. Aber es wird genauso schmecken. Und hier, da als Dankeschön die Blume. Nehmen Sie. Ja, kann ich entbehren. Können Sie nächstes Jahr fürs Herbstbankett benutzen. Einfach in den Kochtopf hauen. Wow, Dankeschön. Nimmt die noch eine? Ne. Okay. Sagt Chris nochmal. Oh Gott, ich bin süchtig nach dem Zeug. Können Sie auch gerne haben. Bitteschön. Und danke für die tollen Angebote, die du mir immer machst. Kein Thema, der arme Ju auch. Ah ja, ein paar Aufgaben können wir noch machen. Ja, da müsst ihr die Tage heute gar nicht überspringen. Da ist ja doch so viel zu tun. Ah, leider nichts in der Kiste. Wie viel brauchen wir denn jetzt noch? Boah, so wenig, ey. Aber wo kriegen wir jetzt noch 900 oder 800 her? Ich glaube, heute, wenn ich noch was verkaufe, bringt nichts, ne? Ah, das wurde auch immer noch nicht abgeholt. Ja, dann dauert das noch bis morgen. Wo kriege ich jetzt noch schnell Kohle her? Damit wir das endlich kaufen können. Ich bin gerade überlegen. Man kann halt nochmal den Stand aufmachen, da kommt nicht genug rum. Müssen wir bis morgen warten, Leute. Ist ja auch nicht schlimm. Warten wir nochmal einen Day. Ne? Gießen wir gleich noch. Ich gehe nochmal eben auf Toilette für genug Energie.
Da holen wir morgen auch nochmal neue Samen. Toilette wollte ich. Oh. Ja, holen wir uns morgen die Stallerweiterung. Was soll's, wir haben ja Zeit. We have time. Erstmal ein Abseilen. Ich verstehe jetzt dieses Geräusch zwar immer noch nicht. Kommt das irgendwie hinten raus, oder? So. Was soll ich denn nochmal machen? Irgendwas soll ich noch machen. Olli Junior läuft hier rum. Ja, ich kümmere mich auch erst um den, wenn er ein bisschen älter ist. Obwohl, ich zeige hier nochmal eben ganz kurz die Tiere. Entweder er heult wieder oder findet süß. Papa, du hast schöne Augen. Das ist so irritierend, wenn er das sagt. Das war Mädchen, wohin? Ich bin richtig verliebt in sie. Der Mond ist lund wie ein Gleis. Der Mond ist lund wie ein Gleis, Ferdis Gesicht. Der Euter ist lund wie ein Gleis, wie Berge sind dreieckig. Ja, mit dem Jungen ist nicht zu helfen, ich setze ihn mal ab. Dann können wir schon mal gießen eben. Samen machen wir, wie gesagt, morgen. So, genau, ach ja, die Aufgaben wollten wir noch machen. Aber erstmal gießen. Ist ja auch nicht mehr so viel. Ah, da haben wir den Tag noch geschafft. Ah ja, bei den Zwergen muss ich ja nochmal ein Rezept holen. Aber ich bin mal froh, wenn ich nicht immer in diese Ecke da hinten muss. Die ist immer ziemlich langweilig. Ah, es wäre cool, wenn einfach, wie gesagt, mehr passieren würde. Ich will auch nicht so viel haten oder meckern. Aber letztens habe ich auch wieder einen lustigen Kommentar geschrieben. Hat auch einer geschrieben, das ist das langweiligste Game auch wieder des Jahres. Ich kann es verstehen, die Kritik. Ich glaube, man muss ein besonderer Spielertyp für so eine Art Game sein, ne? Der ist wirklich gemütlich, nach Feierabend spielt, nicht viel denken will, so, da muss man schon Bock drauf haben. Ne? Der keinen großen Anspruch irgendwie braucht. Ist ja auch völlig in Ordnung, aber trotzdem so ein bisschen mehr Schmiss in dem Game wäre schon geil, so. Aber wie gesagt, da warten wir immer noch auf Harvest Moon. Ich hoffe, es wird ein bisschen geil werden. Ich denke aber schon. Ihr sagt ja auch, die anderen Story of Seasons sind ja auch besser. Dass man da einfach mehr machen kann und so. Oh, ich muss wieder was futtern. Ich merke schon. Haben wir noch irgendwas mit? Ja, komm, erstmal die Steckrüben eben. Nam, 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 nam. Ne? Aber ich will sie jetzt nicht spielen, wenn, dann warten wir auf neue Games. Neue Story of Seasons und so und Harvest Moons. Wäre schön, wenn da die nächsten Jahre mal was Geiles kommt irgendwie. Ich wünsche mir halt ein bisschen mehr Komplexität, mehr Abwechslung, geilere Story, auch geilere Beziehungsmethoden, dass man mit Nami ins Kino kann oder mit ihr essen gehen kann. Sowas, dass man ein zweites Kind bekommen kann. Vielleicht ist das sogar schon möglich in den anderen Games, keine Ahnung. So, ich glaube, damit haben wir alles hier oben noch. Ah, die müssen wir nicht gießen, glaube ich. Das geht noch. Die können wir noch ein bisschen schütteln. Ich will nicht in Ohnmacht kippen. Ah, es kostet nicht so viel Energie zum Glück. Hatte ich den komplett vergessen heute Morgen? Komm. Gib mir deine Früchte. Das sind doch noch zwei. Ja. Das ist auch so nervig, dass das so lange dauert. Lass mich doch zweimal schütteln und lass einfach alles runterfallen. Dankeschön. Mensch. So. Dann alle Tiere rein. Aufgaben machen wir auch morgen. Ne? Da holen wir nochmal Samen, machen die Aufgaben. So, Hühner rein. Da gucken wir eben nochmal nach Eiern. Wunderbar. Lalalala. Und wie gesagt, schreibt gerne wieder Tipps in die Kommentare, falls ihr irgendwie nochmal was habt. Obwohl ich derzeit eigentlich keine Fragen großartig habe, ne? Also bis jetzt läuft es eigentlich relativ gut. Ich weiß, ich könnte noch ein bisschen mehr kreuzen, aber ich möchte euch das im Video nicht antun, dass ich da so lange immer kreuze. Das ist, glaube ich, da müsste ich, glaube ich, das müsste ich 20 Minuten machen, da müsste ich eigentlich schneiden oder so. Aber ich mag schneiden nicht so gerne. Ich will ja schon alles an einem Stück immer irgendwie haben. Leider auch keine goldenen Eier mehr, ne? Ich guck mal hier hinter. Ah, die legen die Dinger ja kreuz und quer.
Als ob die Ostern mit mir spielen, irgendwie. Dann gehen wir eben an den Stall. So. Aber ihr habt auch zu euch schon gesagt, in anderen Titeln können die Tiere sogar auch sterben, die können krank werden und so. Also das wäre auch cool. Das fehlt dem Spiel komplett, ne? Man denkt so krass, dass sie es vergessen haben einzubauen, noch vor 20 Jahren. So. Ist ja eigentlich eine simple Erfindung oder Idee. Aber das haben sie dann erst in den Nachfolgetiteln gemacht, leider. Mäh. Ja, Muku ist ein bisschen müde, ne? Glücklich und gesund wirkt die nicht. Er ist auch am Pennen. Essen haben sie alle noch. Der Sie braucht noch was. So. Es kann nur hier passieren, dass die Familie einen verlässt, wenn man sich nicht um die kümmert. Aber ganz ehrlich, ich kümmere mich um Nami nie. Ich schenke ihr nichts, ich rede nie mit ihr. Nicht, dass sie irgendwann weg ist. Das wird bestimmt noch safe passieren. Ich ahne es jetzt schon. Olli Junior kümmere ich mich ja ein bisschen drum zumindest. So. Dann bis morgen, Leute. Da gibt es die Stallerweiterung. Wird aber noch 3 Tage wahrscheinlich dauern. Ach, schade, dass wir das Geld nicht gekriegt haben. Ja, wird noch bis morgen dauern. Oh, wir alle aufs goldene Ei gehen. Habt ihr es gesehen? Wir alle das verteidigen direkt. Nee, Leute. Das goldene Ei nehme ich. Ich hab's gesehen. Wie sie da raufstehen, wie bei Fall Guys, ne? Nee. Wo ist das goldene Ei? Leute! Das nehme ich. Das nehme ich. Wie geil. Wie sie so eine Traube schon drumherum gebildet hat. Oh Mann, das war unser goldenes Ei. Leute, wir müssen das nächste Mal besser verstecken, okay? Hier ist eh kein Platz mehr für ein neues Küken. Tut mir leid. Der wird sonst nur zu Nuggets verarbeitet. Gute Nacht, tschüss. Haben wir alles gemacht, gegossen, gefüttert, alles gesammelt hoffentlich. Genau, morgen haben wir dann das Geld zusammen für die Stallerweiterung. Wir machen die Aufgaben. Alles klar, alle schlafen schon. Dann lasst gerne ein Abo und Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Danke, danke, dankeschön. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und bis dahin, tschüss, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.